Grundsätzlich ist das Messer, was wir verwenden, von einer sehr einfachen Bauart. Das heißt, es ist erstens ungefähr armlang, ungefähr so. Es hat eine recht rustikal konstruierte Klinge, also nicht besonders filigran. Bedeutet, dieses Exemplar hier hat ein Gewicht von ungefähr 1 Kilogramm, ist also relativ leicht. Und es hat ein Parier und einen Rüstnagel. Wenn ich diese Konstruktion signifikant verändere, das werden wir gleich zeigen, das heißt, es signifikant länger mache, in dem Moment ändert sich fast alles. Ja, die Länge. Was ist so entscheidend an der Länge? Es ist ganz grundsätzlich so, dass ich hauen kann, ins Band gehen kann und ihn dann stechen. Nur bei dieser Waffe oder dieser Waffenlänge funktioniert das einfach nicht. Und das entscheidende Kriterium, ich hatte es ja schon gesagt, ist ungefähr die Länge des Arms. Wenn die Waffe signifikant länger als der Arm ist, dann kann ich den anderen erreichen, wenn er einfach nur seinen Arm ausstreckt. Wenn, wie in diesem Fall, das einfach nicht reicht und auch nicht reichen wird, dann funktioniert das nicht und deswegen muss ich auch anders vorgehen. Das bedeutet auch, dass wenn ich haue und einer Bedrohung gegenüberstehe, zum Beispiel die Tatsache, dass der andere absetzen kann, ich nicht einen Hau konstruiere oder wir zumindest keinen Hau konstruieren, der versucht, zuerst ins Band zu gehen und dann weiter vorwärts zu gehen, weil das Ganze schlichtweg nicht vernünftig funktioniert. Ich könnte das zwar machen, ich könnte ins Band gehen und dann vorwärts gehen, aber im Zweifelsfall macht er einfach das und ich bin keinen Schritt weiter. Nun, wenn er sich im Unterleger befindet, dann ist es für mich immer eine Bedrohung und ich kann selbstverständlich nicht so angreifen, denn dann kriege ich ein Messer ins Gesicht. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Die eine Möglichkeit besteht darin, zuerst anzubinden und sich dann vorwärts zu bewegen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, erst einen Versatz zu machen und sich dann vorwärts zu bewegen, was letztlich bedeutet, das zu tun, was man auch dann tun würde, wenn der andere angegriffen hätte. Es ist nur einfach so, dass ich angreife. Das Spielchen ist dasselbe. Ich werde also zuerst versetzen und dann weiterarbeiten. Das war dasselbe von der Art her, wie ich mich bewege und was ich tue, als das, was passiert wäre, wenn er mich mit einem rechten Oberhau angegriffen hätte. Kein Unterschied. Deswegen benutzen wir das Schema erst versetzen, dann weitermachen und verändern den Hau nicht. Der zweite Grund, den Hau nicht zu verändern, das heißt nicht hart und lang und mit einer fließenden Bewegung zu schlagen, besteht darin, dass ich eine Bewegung, die ich zuerst mit einem Hau einleite, anschließend nicht mehr wirklich stoppen kann, denn der Körper muss ja nachgezogen werden. Wir machen das mal. Ich greife an, das heißt, ich nehme zuerst den Arm, dann ziehe ich den Körper nach und er versetzt einfach nur. Ihr seht, ich bin in der Position, in die ich eigentlich nicht hin wollte, denn er hat mich von Anfang an ausgesperrt. Noch einmal bitte. Das ist nicht das, was ich will. Wenn ich also haue, ist es besser, den Hau anschließend noch verziehen zu können. Was ich nicht kann, wenn ich nur möglichst schnell arbeite, denn dann ist es mit dem Verziehen vorbei. Ich greife jetzt einmal normal an, so dass ich verziehen kann und er versetzt wieder nur. Diese Position war grundsätzlich besser. Ich habe zwar nichts gewonnen, aber
ich war auch nicht im Nachteil. Wir zeigen es einmal umgekehrt. Das heißt, der Bastian greift mich jetzt mit einem langen Hau an. Der ist geschoben und es wird zuerst der Arm bewegt und dann der Körper. Bitte sehr. Ja, er fällt fast von allein herein. Wir machen das Timing jetzt noch ein bisschen schärfer. Nochmal bitte.